So, meine Lieben, Heidi Ho, ich bin's wieder, euer G-Man. Bin natürlich wieder mit dem David und dem Jusen am Stissel. Oder was? Hallo. Achso, Jusen. Hallo. Ach, da ist er. Hi, ich bin da. Alles klar. Ja, wir haben gedacht, wir zocken heute mal Pummelparty, weil David uns mal drauf hingewiesen hat, dass das ja jetzt so eine Art wie bei Golfit ist. Nämlich, es gibt jetzt, weiß ich nicht, wie viele hundert an Brettern und ein paar hundert Minispiele, was sehr, sehr geil ist. Und da schnubbern wir heute mal rein und gucken mal, wer den Pott, den Pokal, den, ich glaube, beim Super Mario, Mario Party würde man Sterne sagen, aber ist ja auch real, wer das Ding gewinnt. Ne? Jo, und du warst beim Friseur, sehe ich, Dicker. Jo, kurz. Ja, schon stimmt, mal, ich hatte auch zum ersten Mal. Schon mal Sommerfriese. Ehen mal kurz. Wow, Bart ist ja auch kürzer. Aerodynamisch, Dicker. Hübsch, ja. Man sieht hier auch so leicht an meinem Bart hier auf der Seite diesen Rotstich schon so ein bisschen drin, so bräunlich-rötlich. Da kommen die irischen Wurzeln durch. Ja, ja. Deswegen nennen meine Eltern dich auch immer den Holzfäller. Der irische Holzfäller. So nennen meine Eltern den Pyderus. Ja, und ich habe ja auch mal im Holzhandel gearbeitet. Mit David zusammen. Jetzt ist David allein. Weil du immer diese Flanellhemden getragen hast und so. Damals hast du noch einen viel längeren Bart gehabt, so. Da sahst du halt wirklich aus dem Holzfäller. Ja. Ja, stimmt. Da hatte ich immer dieses klassische karierte Rot-Blau-Weiße an. Genau. Ja. Aber ich liebe ja auch diese Hemden, Alter. Die sind einfach chillig. Im Sommer sind die Killer, Alter. Also diese dünnen Baumwollhemden, ich feier die auf jeden Fall. Na gut, meine Lieben. Dann. Jo, gehen wir ins Spiel. Wenn irgendwas ist, sagt gerne Bescheid im Chat wegen Bildton, irgendwas. Oder auch wenn ihr irgendwelche anderen Anliegen habt, ne? So. Auf B reit drücken. Wo ist denn hier B reit? Da, unter Name muss doch. Nee, du musst einmal zurück und dann auf bereit gehen. Ah, alles klar. B reit. Let's go. Finger im Pro Mexiko. Ich muss auch sagen, ich hab's ewig nicht mehr gespielt. Ja, ich weiß, ihr beide spielt das täglich, ich weiß, aber. Ja, aber nur geheim. Auch nur im Chat-Bereich geheim. Ja. Uns darf keiner zuhören. Achso. Wie war das? Leertaste. Alles klar. Oder klicken vielleicht auch. Ey, beide sieben. Ey! Wer fängt jetzt an? Du. Ist ja arschig. Weil ich als erstes gewürfelt habe. Ah ja. Warte, du warst der Letzte. Das ist eine Lüge. Nein, weil er hostet wahrscheinlich. Da ist ein Stich wahrscheinlich für ihn der Vorteil. Ach du Heiliger. Hä? Achso, warte mal, ich könnte meine Kamera mal rechts schieben. Jemand, du bist am Zug. Zeit läuft ja nicht ab, oder? Ich sehe keine bei mir, aber es ist auch deine Zeit, nicht meine. Ja, na, ich wollte mal kurz die Webcam noch verschieben. Warte mal kurz. Ja, aber bei dir sehe ich auch keine Zeit irgendwie. Schieben wir uns mal. Nehmen wir mal die Ecke. Ich glaube, hier unten ist nicht wichtig. So. Alle klar. Kannst mit G Gegenstände anwählen. Link irgendwie. Ja. Ah, und links mit sogar die Legende. Q, aber ich habe noch nichts, deswegen bringt das nichts, glaube ich. Oder? Achso, ne, Q ist das ja. So. Jetzt Spiel nochmal klicken. Null! Sehr gut, Pfeiler, sehr, sehr gut. Hat der richtig geliebt. Ach so, wir müssen ein Stechen machen, weil... Wer anfängt. Also nee, doch nicht, wer zuerst würfelt. Du hast dich doch gleich bewegt, war kein Stechen mehr. Doch, Pfeiler hat doch vorher gewürfelt. Oder nee, hat er 0 gewürfelt. Ja. Aha. Oh, das erste Game, oder was? Okay. Ach du Heiliger. WASD und Leerzeichen, okay. Was müssen wir da machen? Beute schnappen. Und dann? In den Korb. Okay, das ist wie diese Bahnüberfahrt da. Ich denke mal auch, ja. Okay, schnappen. Warum bewegt sich hier nichts? Jetzt. Wo soll man das hinbringen? Na hier in die Körbe, glaube ich, einfach. Ah, und dann hier rein, oder was? Nee. Wir haben es alle nicht verstanden. Schon mal sehr gut. Hä?
Ich raff gar nichts. Okay. Ah, jetzt wird's angezeigt. Ah, okay. Wir hätten uns das merken müssen. Also ist Ich hab das Richtige genommen. Oder muss man mit der Zucchini anfangen? Ah nein, wir müssen alles drei gleichzeitig drin haben. Oh fuck, okay, ich weiß es. Wie das ein Teamspiel oder was? Nee, nee, wir alle müssen in einer Kiste diese drei Zutaten haben und dann da Ach so, okay. Aber was war das denn jetzt nochmal? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das waren Karotten, oder? Das war, keine Ahnung, diese Scheiße. Von mir aus hier der Bums, oder? Ja! Ah, ihr habt alle Karotten geklaut! Ah, hier. Hier hinten links ist noch. Warum bist du... Verstehe ich nicht. Nein, ich bin fertig. Och Mann, ihr habt die Karotten geklaut. Mann, ich hab's nicht mal gecheckt. Ja, du, wie du gesagt hast, wir müssen die alle in eine Kiste bürgen. Ja, aber ich muss ja nicht mehr... Scheiße, ich musste nur Karotten. Alles andere hab ich freiwillig. Ein paar Karotte, Zwiebel, Karotte, Orange. So, okay, nee, okay. Ihr habt mir die Karotten leer geklaut und danach hat unten hat Jusen mir, glaube ich, die Orange geklaut. Nee, natürlich. Immer sind alle anderen schuld, ne? Ja, natürlich. Pfeiler war ja schon fertig. Ja, also, ja. Natürlich. Oh, du bist irgendwie gestolpert. Da kommt der Zombie-Clown, Jusen. Hab ich gesehen. Wie unser Track. Ja, cool. Mann. Fängt doch schon mal gut Aber an. Ist so jetzt hier irgendjemand bei uns in Discord reingekommen, oder? Ja, ich glaube Lars, der ist immer der schweigsame Fuchs. Genau. Genau. Ich höre euch gerne zu. Glasi. Ja, wir zocken gerade Pummelparty, Dicky. Was müssen wir. Oh nein. Sieht anscheinend Call of Duty 4, habe ich gelesen, also. Auf die Fresse, fertig los. Was, WASD? Ja, und Mausklick und E zum Droppen. Ja, wie ein wie Counter-Strike wird es wahrscheinlich sein. Okay, na, mal gucken. Ja, deswegen wieder so richtig in Verkehr. Ach du heiliger Wasser. Mausempfindlichkeit. Alter! Alter, wir haben ein gutes Movement. Kann man die Waffen wechseln? Ne, ist nur eine Waffe, ne? Nein, Mann, fuck! Ich glaube, es gibt unterschiedliche. Mit einem bin ich kacke. Nein, geh weg! Mann, ich will doch Freunde finden hier! Lass mir Ruhe! Scheiße! David schießt auf mich! Ich bin der König! Das ist mein Netz. Alter, wo kommen die Schüsse her? Ich will so ein Wahnsinniger sein. Ja, aber mit der Sniper nicht zielen? Alter, ist die Musik hier laut, ey! Alter, da merkt man richtig, ich bin kein Ego-Shooter. Alter! Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit an den Pfeiler zu sterben? Mann, ich will schneller schießen. Warum kann ich nicht schneller schießen? Mann, warum springst du wie ein Wahnsinniger? Mann. Weil Pfeiler mich die ganze Zeit von der anderen Seite abschießen. Natürlich, immer sind alle anderen schuld. Das Zielen ist so schwer! Ja, ich hasse es auch wie die Pest. I hate it so much, really. Ja! Ach, was? Alter, da war auf einmal hinter mir. Der kleine Sack, der. Ja! Ich bin da gespawnt. Ja! Oh, ich wollte gerade schießen. Mann, ist doch kacke. Ich hasse das so sehr. Geht aber noch. Mann, wir haben mich verhundert. Versuchen wir auf der Pfeiler zu schießen. Kann doch nicht sein. Mann, der Ängste macht das freiwillig irgendwo? Ey, ist die Musik scheiße laut, Alter? Mann, ey, Musik, ich versuch Pfeiler zu töten. Kannst du nicht mal die ganze Zeit im Weg gehen? Ich weiß nicht. Oh fuck. Oh fuck. Ich krieg auch mal. Nein! Alter, ich hab Pfeiler getroffen. Ich glaub, ich bin. Alter, David von da oben, okay. Nein, warum David? Ach, Alter, von der anderen Seite, ich wollte diesen eigentlich abschießen. Ja, ich hab dich gesehen, wo du bist, du fährst da oben. Ach,
Lieber im Laufen schießen, es funktioniert am besten, Leute. Ja, das wollte ich gerade ausprobieren. Noch. Nicht für was genauer. Der geht jetzt voll durch die Durchbrücke. Hä? Ach! Ich wollte das sagen. Ja, es spawnst du genau. Also, es ist wirklich wie bei Call of Duty. Du tötest ihn und der spawnt einfach hinter dir. Ja, ich hab ihn. Gewonnen, Alter, gewonnen! Ah. Nee, ganz toll. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich nicht so. Dann mach den Daumen nach unten. Okay, mach ich auch. Hat mir nicht gefallen, ne? Wo muss ich denn eigentlich hin? Wie war denn nochmal Karte? Wenn ich Ego-Shooter spielen will, würde ich doch ein Ego-Shooter-Spiel spielen, so, ja. Karte ist R. Okay, wir müssen eh in die Richtung. Alles klar, wartet mal. Habt ihr euch geholt, das Spiel, oder was? Scheiße. Hatten wir schon. Das war schon so länger. Es ist quasi Mario Party bloß auf dem Rechner. Das hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Ja, 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 weil ich gerade gucke jetzt. 12,49 oder so kostet das. Und die haben mittlerweile, wie das Golfspiel, halt auch Mods und... Ja, David, Community, also du bist, ne? Oh. Was ist denn das für eine Kiste hier? Er hat Pfeiler hingelegt und ist irgendwo weg verschwunden. Und du musst jetzt Blut oder Schlüssel geben, aber du hast nichts beides. Was machst du? Flowjob anbieten? Ich glaube, bei dem Tod kannst du lange lutschen. Naja, deswegen wird es ein hygienischer Flowjob. Ohne Viren und so. Ja, genau. Nein! Ah, du gehabt. Steine! Schlüssel. Oh, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ach, wo das Auto richtig hart slidet. Ja, viel Spaß. Das wird so richtig scheiße, da werde ich doch wieder Letzter. Alter, was? Aber es gibt keine Kollision schon mal, das ist doch schon gut. Man geht einmal vom Gas runter, Alter, und bleibt fast direkt stehen. Alter, das Driften ist aber richtig geil. Ui. Man darf sich bloß nicht so festfahren, dann ist, glaube ich, vorbei. David, kannst du mal streamen? Dann kann ich mal reingucken, was hier... Guck doch in meinen Stream bei Twitch. Bei Lars auch online. Ach so, okay. Fuck, ich komm hier nicht durch die fucking Tür. Okay, jetzt hab ich... Ey, darf nicht alle David nachmachen, so eine Pisse. Ja, ist doch scheiße, Alter, dass die Kamera sich so spät dreht. Wenn die sich mal früher mitdrehen würde, würde man besser vielleicht um die Ecke gucken können. Das soll ja, glaube ich... Ah, scheiße, das soll ja die Überraschung sein. Oh, Runde 1. Scheiße, das ist ein Leere. Alter, Pilot, bist mit dicht auf den Fersen. Ah, fuck. Nicht das auch das Game. Gibt's noch ein Minigame, was ich kann? So überrunde mich doch gleich, ich seh's doch. Irgendwann finden wir auch noch ein passendes Spiel für dich. Außerdem kannst du zunächst mal ja auch einen Workshop gucken und dann selber eine Karte mit mir nicht spielen musst. Dass du genau in deine Karten spielst, oder? Nee, du hast dir doch auch Karten bei Golfe draus zu suchen. Ja, vielleicht hab ich das. Ey, wird das einfach viel zu schnell, wie soll man den denn einholen? Ja, da waren schon ein paar Drifts dabei, wo ich mir dachte, viel zu schnell. Das sah leicht illegal aus. Das hätte ich vom Gas runtergehen. Und habe ich gemerkt. Ach Mann, ich muss mal meine Items einsetzen. Ich würfel und würfel und würfel und würfel und würfel und würfel und würfel. Nova, Ende. Und hör mal auf, an dem Greenscreen rumzuwackeln. Ende. Lass den rum. Dankeschön. Hey, G-Man. Die Kiste war ja richtig sinnvoll. Jo, die hat's richtig gebracht. Es gibt, glaube ich, eine gute und eine böse Kiste. Na, war die gute jetzt die, dass er einfach an dem Punkt stehen bleiben durfte? Nee, das war die schlechte Kiste. Nee, das ist die schlechte Kiste. Er setzt quasi theoretisch aus. Ah. Mhm. Oh. Was soll kann man machen? Das? Kann man machen? Braucht man nicht machen? Kann man machen? Ey, ich hab nicht die meisten Dinger. Was bringt denn das jetzt?
Wie gesagt, man kann es machen. Es war alles optional. Er hat sich für diese Option entschieden. Jusen, du hast dich nicht umbenannt, du heißt Player. Hä, ich heiße Jusenfuck. Ne, bei mir steht halt Player. Hier steht Jusenfuck. Ah, komisch. Player ist am Zug. Okay, jetzt mache ich mal das kurz. Weil das hat mir eigentlich immer ganz gut geholfen. Kaktüs. Nein, doch. Glück im Unglück. Ach du Scheiße. Okay, ich werde wieder mich wegklicken. Gut. Ah. War das mit Klicken und Schlagen? Ja. Ja. Genau. Ich hab Angst. Wo ist meine Sicht da? Lass mir in Ruhe. Alter, wie schnell. Bin ich denn hier eigentlich noch auf die Klasse zusammen oder was? Nein. Warum, hä? Hä? Ich werd gespawnt, Kid. Ja, tut mir ja leid, wenn du in der Ecke spawnst. Alter! Jusen von hinten. Das Spiel ist so blöd. Ich sehe zum Teil gar nicht hinterher, wo ich hinrenne. Ich renne immer gegen irgendeine Ecke. Man rennt eigentlich nur rum und drückt schlagen. Klar, jetzt schnetzelt er mich alle weg. Ist das scheiße. Alter, ich bin Zweiter geworden, ich glaub's nicht. War aber enge Mädränge. Nur weil du zusammengespielt habt. Ja, genau. Mann, hier hat keiner zusammengespielt. Jetzt heult David rum, er gewinnt sonst jedes Mal dieses fucking Spiel, ja. Leute, ich hab euch beide gleich hassvoll mit Liebe, so übel schon. Oh Gott. Ah, ich bin da hinten gelandet. Oh. Schlüssel oder Blut? Hast, glaube ich, beides nichts, oder? Kannst du nicht entscheiden? Ich mach gar nichts. Sieht mir gerade nicht so viel, ist ja noch die. Ja. So. 3, 4, 5, 6. Ach Gott sei Dank. So, ich hab die Ingame-Musik natürlich ein bisschen leiser gemacht, Leute. Ich kann es auch gern wieder lauter machen. Aber. Ich find's nicht so prickelnd. Na, David? Zieh durch den Lurch. Okay. Ja, natürlich. Vielleicht geht er auf mich? Nee. Glaube ich nicht. Und jetzt zum Thema, wer hat die meisten, ne? Du hast angefangen, mir eine Bombe direkt auf den Kopf zu hauen. Also, ja. Was mit. Deswegen muss man auch das nachmachen, ne? Und nicht der bessere Mensch sein, David. Aber ich verstehe dich schon, du bist halt einfach kein guter Mensch. Okay. Dürfen wir uns wieder vom Laster überfahren lassen. Laster. Nein! Boah, du Scheiße. War schon in diesem Roche-Spiel früher nicht gut. Oh. Renn, renn, renn! Nice. Bringen Barren eigentlich mehr als Scheine oder ist das egal in dem Game? Ich glaube nur der Sack ist wichtig. Ja, ich glaube auch nur wie viele Sachen du reinmachst. Ja klar, wie hätte ich denn da rüberkommen sollen?
Ja. Oh, ich hab da noch einen Sack voll. David hat gewonnen. Wie das denn möglich? Okay. Ja, weil er David ist. Klassischer David. Klassischer David. Wieso? Ich hab die letzten beiden Minispiele so verloren, also. Ja, das geht wieder nur um dich. Klassischer David. Du fängst ja immer an, mein Freund. Ja, und wieder eine Null. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Wieso? Du hast das erste Mal Highlight von die Null gehabt. Ja, ich zweimal hintereinander eine Null. Wirbel. Bringt eigentlich nichts. Achso, wartet. Ja, ich habe auch eine Null. Träumchen. Genau, knall David eine rein. Und tot ist er. Ey, wer mich angreift, sorry. Was kann ich für euren Kampf, so, weißt du, was ich meine? Da werde ich einfach als Außenstehender angegriffen. Weiß nicht, das ist wie bei einem Boxkampf, einen Zuschauer anzugreifen. Macht man nicht. Hättest du die Avocado mal lieber Jusen in den Arsch geschoben. Ja, klar. Du versuchst mich und Jusen gegeneinander auszuspielen. Genau. Du hast hier angefangen, andere Leute einfach so zu attackieren. What the fuck? Ich hab noch nie einen Typen attackiert von euch. Also ihr müsst Leertaste drücken. Ne, ihr müsst Leertaste jedes Mal drücken, wenn ihr ein Tier seht. Und am Ende wird dann aufgezeigt, wie viel. Also ist egal, welches Tier, ja? Nee. Nee, da steht welches... den Account Tiger zum Beispiel. Also zähle Tiger, die auf dem Panda reiten in dem Fall. Genau, also aber du musst... 1, 2, 3. Oh mein Gott. Aber du musst jedes Mal Leertaste drücken, weil am Ende... Okay, ich hab's verstanden. Ich denke, ich auch. Ich drückst nicht. Einmal Leertaste, wenn du das schrei zählst, nicht so. Was oben steht. Okay. Also Hase. Nee. Auf Hase auf dem Wolf. Hase auf dem Wolf. Hase auf dem Wolf. 1. Okay. Schwein auf dem Hirsch. Okay. Eigentlich Wildschweine, wenn man so sieht. Okay, ich glaube, das kann ein bisschen länger dauern. Okay, Waschbären auf Waschbären. Okay. Haben die Sex? Würde ja, glaube ich, nicht so schnell rennen. Na doch, gerade deswegen. Schneller, schneller. Mhm. Schön, Schuh des Manitou. Ja. Jetzt haben alle gewonnen. Na geil. Und ich habe das Geschenk. Heftig. Ich bin auch der König. Ich habe die rockende Rakete bekommen. Schon wieder. Davon habe ich doch schon 5. Aber bringt im Endeffekt nichts, weil ich hier hinten bin. Wieso kommst du weiter, trotzdem weiter nach vorne? Richtig, kannst du danach noch würfeln. Richtig, also bringt schon was. Du musst mit einem den Platz tauschen, David. Wenn du das Ding benutzen willst. Jupp. So war das. Jupp, leider. Mein Vorsprung, weg. Wenn ich jetzt Pech hab und Jusen hoch im Portal hab, bin ich gleich wieder hinten. Ich schau mal, ob ich das habe. Ich glaub, der Teufelskreis vorbei ist. Ah, ich hab keinen. Nee, wenn du Glück hast, geht aber das Geschenk. Ja, da kann das auch passieren. Na denn. Nee, du musst es auch nehmen, das Geschenk. Ich glaub, Q musst du nochmal drücken, oder? Achso. Natürlich hat der Glück, Alter. Ah, okay, nee, er kann das. Er kann das Minispiel auch so. Das ist ja immer was Unterschiedliches. Ja. Keine Ahnung, alles kacke. Ja, nimm mal Laser. Laser, ja. Danke dafür. Hat richtig Spaß gemacht. Ah, dann stiebe ich mal los. Wie Frodo. Ab an meiner Reise.
Oh, ein Kaktus, nice. Ja, sorry Leute, ich wusste nicht, was das ist. Naja, wir spielen es einfach. Item droppen? Was hat denn das mit Items zu tun? Ach so. Ey. Ich bin nur eine Fackel. Ignoriert mich, ich existiere nicht. Mach das Feuer aus! Mach das Feuer aus! Aber. Ah, fuck. Ich hab den Klo verloren. Alter, der. Wow, ja, genau da, wo ich jetzt stehe, steht da nicht zu schießen. Da müssen wir jetzt hier echt noch 5 Minuten springen, oder was? Ja, oder einer stirbt. Kleiner Hurensohn. Aua. Wow, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Was? Yuzen hat die One Warwick. Nee, Ike! Du bist eine Millisekunde später gestorben. Ach so. Auch schön. Ja, Lasergame war richtig kacke. Kriegst du noch Mund? Ich fand's gut. Ich glaube, wenn man das zu 5 spielt, ist es auch ganz lustig. Ich mach einfach jedes Minigame als Kacke. Auch das Kalle jetzt kriegst du nicht ich, finde ich einfach so. Gar nicht laut! Eigentlich stand diese Truhe mir zu. Ich hab mich gut durchgekämpft, bin gut durchgekommen. Bin ich nachtrankt? Ja! Ja! Aber ist auch nicht weiter schlimm. Ruf ich jetzt eiskalt einfach durch? Nee. Oh, was mache ich denn hier? Wieso bin ich jetzt hier? Das verstehe ich nicht. Also, weil der Anfang immer stimmt. Ja, da wo ihr mich mehrmals getötet habt. Ich habe mich gerade gewundert, warum liegen so viele Schlüssel? Warum hast du nur einen Schlüsselbund? David tarnt sich schon mal. Ja, sicher, sicher. Der weiß, wir sind alle nicht gerade die Liebsten. Ach du Heiliger. Aber es ist nur A und D, okay? Die wertvollen Geschenke, okay. Bei den anderen müssen wir ausweichen, jetzt sind ja Minuspunkte, oder was? Ja, sind Steine, wie es aussieht, okay. Okay. Fohlen. Was, Fohlen? Du bist schon so ein Stein. Was soll das sein? Kohlen. Achso. Alter, das Ding wird ja immer schneller. Wäre ja langweilig, wenn es immer langsamer werden würde. Hey, alleine der Kohle ausweichen ist ja schon voll schwer. Boah. Ach man. Ach doch, ich bin Erster. Nicht mal da werde ich Erster, wirklich. Krass. Ich hab ja nicht auf die Zahlen geguckt. Ich dachte, ich hab richtig verkackt.
Nee, ich freue mich sehr für euch auf jeden Fall. Ihr seid meine besten Freunde. Abhalter, groß ist. Hast du Pläne oder was? Ich will ein bisschen weiter vorankommen. Oh, neune. Scheiße. Da ist der Lars gegangen. Meinst du? Oh, hast du gehört, wie er das Headset abgelegt hat? Wenn er Detektiv bist du, oder? Ja. Ich wollte bloß in die Küche gehen und nicht euch Geräusche raufwerfen. Ach so. Sehr schön. Da ist er weggeklatscht. Zum Glück sterbe ich noch nicht. Null, David. Oh. Bitte sehr. Danke sehr. Bitte sehr, sagt er. Okay. Okay. Zeig, was du kannst! Dann mach ich das jetzt auch. Ach, du bist so ein Arsch. Und jetzt bin ich zurück. Oh. Upsi dupsi. Wie ist denn das passiert? Gib dir gleich Upsi dupsi. Uiuiuiui. Du musst nach rechts usen. Wow. Hoppala. Oh. Oh nein. Okay, aber ich weiß, was mich erwartet. Oh. Ach, springen kann man gar nicht, okay. Scheiße. Hä? Ich glaub. Gemerkt habe ich mir den Weg jetzt nicht. Wie soll man das denn bis nach drüben schaffen? Ah. Mal wieder hell hier. Oh Mann. Danke. Okay. Yes. Hab ich das? Ja. In so einem Spielen sonst so schlecht. Schade, dass ich euch nicht zugucken kann. Hallo, ich wollte vielleicht auch noch rein. Die Zeit wäre sonst abgelaufen. Tyler, was machst du da hinten? Oh, warte, schon du wieder? Bist gleich da hinten. Alter, hast du ein Abo abgeschlossen, dass du 30 Teleporter hast? Ich habe zufällig vorhin noch einen bekommen. Mann. Du mit deinen 137 Schlüsseln, Alter. Ja, ganz toll. Du mit deinen zwei Kisten, die du gleich aufgemacht hast. Was machen wir mit 3 Millionen Schlüssel? Wenn ich nicht eine Kiste damit aufmachen kann. Hab ich ein Glück. Ja, ich freue mich auch für dich. David, mit der Rakete kommst du 10 Felder und darfst noch würfeln, ne? Falls du mehr Strecke machen willst. Nein, oh. Das wollte ich gar nicht. Es geht auch gar nicht so weit. Wen hättest du erwischen wollen? Ja, ja, ich wollte ja wieder zurückgehen, deswegen. Oh. Ich wollte gucken. Sehr schön. Einfach kein fucking. Die Teleporter sind die Übermacht in dem Spiel, ey. Ja, schön, dass du schon 20 davon hast. Ich hatte nur 2. Bin voll eingesetzt. Ich hab das Gefühl, ich bin so eine Art Schlüssel. Alter, ich krieg nur Schlüssel. Ah, ist wieder ausweichen, wa? Ja. Links, rechts und springen. Man muss versuchen, durch die Lücken zu hüpfen.
gebe Doppelsprung. Gut, danke. Weiter. Ah, ich bin jetzt komplett raus, oder was? Ja. Es wird ja immer schneller. Jetzt kam erst die zweite Stufe. Was passiert? Ja, und warum krieg ich nicht mal einen Teleporter? Weil ich mir den zweiten Pokal jetzt hole. Deswegen. Nee. Es ist doch so lächerlich. Wirklich. Ey, klar, und er darf jetzt noch würfeln, ne? Ey. Null. Wieso habe ich Pummelparty vorgeschlagen, Alter? Ich war so dumm. David gewinnt fast immer Pummelparty. Und ich hatte jetzt mal eine gute Chance. Und jetzt ist die Chance schon wieder dahin. Du hättest dir das Ding eh nicht kaufen können. Kostet 40. Na, ist doch egal, ihr hättet ja auch erstmal hinkommen müssen. Kurz mal angefordert, dass du in einer ganz anderen gesellschaftlichen Schicht bist. Du. Kannst dir eh nicht leisten, Junge. Ey, du hast auch ein Geschenk, vielleicht hast du ja Glück. Ich meine, ich krieg eh kein Geschenk, das seh ich doch jetzt schon. Ey, Yuzu muss langsam mal deine Items verbrauchen. Es gibt nur noch 9 Runden. Ja, dicker. Was soll ich machen? Ne? Tut mir doch alles kein Pokal hier. So, jetzt zeigt wieder noch Schlüssel. Ach, was machen wir denn jetzt schönes? Haben wir irgendwas Interessantes? Kannst dich auch heilen. Dann hast du wenigstens wieder Full Life. Ja, ich glaube, dann geht der Kaktus aber weg. Okay, dann, ja, stimmt, wenn du irgendwas einsetzt, ist der Kaktus danach weg. Gut, na dann, letzte Go. Oh, 10. Ja. Nicht so wie ich, dreimal hinter einer 0. Das waren zweimal, jetzt versuch doch mal. Kannst du mal bei der Realität bleiben, bitte? Nein, das war dreimal. Das war mindestens 8-mal. Was denn das schon wieder? Ach Gott, okay. Wieder mit irgendeinem Auto irgendwo langfahren, okay. Ich vermute. Ne, wir laufen. Aber mit ordentlich Tempo, Alter. Alter, das läuft. Oh, man driftet auch. Scheiße, ich bin hängen geblieben. Och, Mann. Okay. Jetzt ist es bescheuert. Ich glaube, unser Charakter hat ein bisschen Zucker gefordert. Alter, das ist doch. Ach, scheiße. Oh. Endlich mal ein Game, wo ich Erster wurde. Und ich hab Alter! Der Bastard hat noch ein Portal gekriegt, ey. Ja, aber wie kann man raus, so mit R oder was? Erstkarte. Auf nach links oben in die Ecke, wo wir vorhin waren. Fast. Ja. Hinter dem Burger da. Na, wo du schon mal wegteleportiert wurdest, ja. Okay, dann wieder erinnere mich hier, okay. Achso, ich darf ja nichts anderes nehmen. Gut, na dann, ne 10. Kannst auch was anderes nehmen. Ist halt nur der Kaktus weg. 2, 3, 4, komm. Ja, perfekt. Und der heilt hat er sich auch noch. Jo, mir geht's jetzt ganz gut. Ja, nimm die Rakete, David, ist okay. Wenn du das unbedingt möchtest. Naja, was hättest du auch andere nehmen sollen? Alles andere macht ja keinen Sinn. Also, ich hätte den Boxhandschuh noch nehmen können. Ja, naja, aber dann kommst du ja nicht voran, ist ja Blödsinn. Na toll. Und passiert doch nichts, du darfst doch noch würfeln. Null. Schon mal gut aufgeholt. David links. Okay. Okay, warum gehst du jetzt nach rechts? Und gehst extra drauf? Na, weil Jusen. Sich das auch holen darf. Aber, jetzt macht er auch sozial. Geh schon mal vor zum anderen Geschenk. Na klar, Peiler, komm. Ist er genau aus dem Grund bin ich abgebogen, weißt du? Jusen muss jetzt einmal noch außen rumrennen. Nein, muss er nicht. Null! Doch, muss er nicht! Ist das schlecht? Oh, ist das geil. Oh, jeder okay. Muss sein Element markieren, so gesehen. Ja.
Ich will Feuer sein. Woran sieht man was? Achso, wo steht man drauf? Ja, bist Feuer. Ach Mann, kann doch nicht sein, dass die Dinger jedes Mal da spawnen, wo ich gerade war. Und ein Portal. Gibt definitiv zu viele Portale. Und null. Oh Mann. Oh. Naja. Scheiße, ich muss doch eh mal komplett rumlaufen. Mit Kacke. So war mein Weg nicht ganz umsonst. Falls ich da jetzt auch hinkomme. Ist doch einfach altes Mist. David überlegt. Komm ich bis noch da hinten noch ran? Nee, na bitte, ich hoffe. Geh es abbrechen, okay. Zerstören wir die letzte Hoffnung für dieses Game für mich. Sind wir alle ein Kaktus? Die Kaktus hängen. Ach so, ist natürlich klar, wieder eine Null. Und du hast den Kaktus verloren, weil du dich nicht bewegt hast. Mies. Sehr schön. Ja, habe ich auch mitbekommen. Danke. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Nicht, dass es vergessen wird. Na, wie gesagt, Portal bringt mir nichts. Wenn er auf der einen Portal dann, also, bringt gar nichts. Na gut. Bitte mit 10. Danke. Wirst du gleich mit der Hälfte bestraft. Zack, und der Kaktus ist auch weg. Naja, wenigstens kein Leben. Unverdient. Oh. Ah, das ist auch wieder so ein Game, wo ich euch danach hasse. Mit der Bombe auf dem Kopf. Mhm. Hä? Muss die Bombe jemand haben oder ist es besser, nee, die Bombe nicht zu haben? Du musst sie haben, Diggi. Achso. Ach, David, Alter, echt jetzt? Ne, ich will die doch auch haben. Hä, wieso kannst du durch die Gitter durchgehen und ich nicht? Weil ich halt X bin. Ach so, ich kann auch durchgehen, das ist ja dämlich. Durch den Baum auch, oder was? Ja, und David hat gewonnen. Ey, Jusen, wir hatten fast Gleichstand, ne? Ja, stimmt. Und David hat auch ein Portal, schön. Soll er zum Ende nochmal knackig werden? So, David, leg mal los. Sag mal, was du kannst. Man läuft zwar immer noch in die falsche Richtung, aber so ist es halt. Wenigstens hast du genug Schlüssel. Nochmal eine 10. Alter, jetzt cheatet er wieder. Hm. Wie nochmal eine 10? Ich hab grad zweimal da eine 0. Naja, aber dadurch, dass der gerade eine 10 kriegst durch die Rakete. Oh, jetzt hast du einen Zauberstab. Jetzt bist du ein kleiner Zauberer. Mhm. Ja. Diese Items sind nur 6 Runden. Könntest du auf ihn die Kugel machen? Heilen bringt dir nicht viel. Ja, wieder auf mich. Wie viel brauchen wir, um eine Truhe zu öffnen?
40. Jetzt sagt David gar nichts mehr. Ich glaube, ihr seid keine Freunde mehr, Jusen. Ist okay, bei dem er löscht dich jetzt schon bei Insta und Facebook. Telefonnummer ist auch gleich rausgelöscht. Ich hab ihn nicht mal bei Insta und Facebook. Bist ja ein toller Freund. Holen dir Jusen. Hetztet die Ohren wieder weg. Ja, natürlich. Okay. Achso, weil ich auf dem Feld stand. Aber ich kann deine Schlüssel nicht einsammeln, die du gerade verloren hast. Die sind dann für immer weg, ne? Ja, ja, die sind weg. Ist ja behindert. Los, Peiler, saug ihn aus mit dem Magnet. Geht das? Ja, er ist genau in der Nähe. Sind aber auch nur 20 oder so, die man kriegt, wa? Ach, klar, ja, nur eine 3, Alter. Und auf den Totenkopf. Super. Naja, jetzt hast du trotzdem immer noch 15 plus gemacht. Ja, da hast du wohl recht, ja. So, was ist hier jetzt Phase? Weiche den fallenden Plattformen aus, um nicht zerquetscht zu werden. Und so fällt von oben was runter. Jo. Punchen können wir auch wieder und E ist wieder aufnehmen. Ich weiß immer nicht, was E oder ist E festhalten. Ah, wird doch festhalten sein, ja. Wow. Okay. Aua. Hab ich uns beide gekillt. Echt jetzt? Für alle tot? Alle tot, ja. Okay. Herr Pfeiler hat aber anscheinend gewonnen. Aber ich bin ja gerade trotzdem gestorben. In Ruhe usen. Nein! Alter. Oh, fuck. Ja, klar. Such dir mal ein eigenes Feld. Nein! Ich bin in die Ecke reingelaufen. Wenn David jetzt gewinnt, machen wir noch eine Runde 4, wie es aussieht. Ja, du... Kleiner. Das wird Ach, man hängt ja an den Kreuzen fest. Ja, ja, da darfst du nicht gegenlaufen. Ah, scheiße. Oh, guck mal, wer da ein Portal hat. Setz mal den Stab ein, David. Ich will mal wissen, was der macht. Ja, wenn ich mal dran tun durfte, dann würde ich das ja machen. Alter, das ist ein ziemlich langer Weg bis dahin. Ja, das ist unten wieder. Ja. Ist so keiner von uns wirklich in der Nähe. Ich bin da oben, David ist irgendwo unter mir und du bist hinter mir. Was haben wir hier so Schönes? Bringt gerade alles gar nichts. Na, mit der Avocado würdest du bis zu mir kommen. Naja, komm. Ja, Jusen hat dich gerade ausgesaugt. Er hat ja auch mehr als ihn. Ja. Weil du ihm das vorgeschlagen hast, also. Ja, das stimmt auch wieder, hast du recht, Jusen. Na und, er hat dir auch vorgeschlagen, die Avocado gegen ihn zu verwenden. Jetzt gerade, ja. Bombenstimmung hier, Leute. Wir hassen uns das gegenseitig, wegen diesem Game. Ach so, ich krieg wieder was. Ja, klar. Natürlich, David. Bin auch gerade eben, dass sie gestorben. Mit euch, ey. Deine Abreibung musst du schon kriegen. Und so sind wir wenigstens jetzt gleich alle gleich auf. Wieso gleich auf? Naja, wir stehen fast alle auf einem Fleck, denke ich. Wenn du jetzt würfelst. Da ist der Zauberstab. Was macht der?
Okay, er hat ein Los in der Hand. Okay. Mini-Dämon? Ach, so eine Art Schutzschild, denke ich. Oder? Keine Ahnung. Ach, das ist der rote Hase, der dich tötet, ja. Der weiße Hase, meinst du? Mit der weißere Hase mit den Augen. Oh. Der Mies, du bist wiedergeboren und stirbst gleich wieder. Ah, der kommt uns jetzt immer hinterher, Ruppelt. Kann der auch wenigstens dich killen oder killt der nur mich oder. Ja, bleib mal stehen. Nee. Ja, natürlich. Oh. Ah, okay, so funktioniert es. Mhm. Alles klar. Guck mal, Pilot, jetzt sind wir wieder alle auf dem gleichen Stand. Wenn Blicke töten könnten, mein Freund. Alter, gibt's noch Räume? Das wie ist denn dieses Pfeil nach links? Ist das wirklich dieser Pfeil nach links hier rechts auf der Tastatur? Ich glaube ja. Alter, was? Okay. Also ist die Maus jetzt gerade gar nicht am Start, okay. Ne. Ja. Oh fuck. Ist wieder Seitenverkehr. Ja, ja. Warum ist denn oben nicht oben, Alter, wirklich? Das ist bei Flugzeugen ja immer so, bei so einem Spielen. Scheiße. David, kriegen wir niemals eingeholt, Digi. Digga, ich muss hier irgendwie den Weg erstmal finden. Was einholen? Denk mir erstmal den Weg. Ich hasse dieses Pokémon. Ja, da wird ich gepult. Der bitte auch links, rechts, wirklich. Der wäre wenigstens. Nee. Wäre cool, wenn das Flugzeug noch schneller werden würde in der zweiten Runde. Dann wäre es auf jeden Fall noch schwieriger. Ich bin froh, dass du eine zweite Runde erwähnst. Es kommt drauf an, wie viele Runden man halt schafft in der Zeit, oder? Da sind es plus zwei Runden. Die erste hat schon so viel Spaß gemacht. Freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, es sind drei sogar. Oh Gott sei Dank. Echt, wir haben aber nur noch 25 Sekunden, Digi. Hättest vielleicht keine Pirouetten drehen sollen, mein Freund. Ich dachte, es sind nur zwei Runden. Du hast ja gesagt, die Runde ist vorbei. Ich glaube, es sind nur zwei Runden. Mehr habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es nur zwei Runden sind. Dann höre ich dich hin. Ja. Beschweren kannst du dich beim Schiedsrichter, den es nicht gibt. Oder Lars ist der Schiri. Ich habe auch einen so ein Speed-Ding nicht erwischt. Ja, ich komme hier nicht hoch mit dem Ding. Ist das scheiße. Bei so einem chaotischen Spiel kann man da nicht Schiedsrichter sein. Ja, mit der Einstellung nicht, ne. Alter, uns beide gleich. Ja. Das ist ja frech. Das Coole an der Aubergine. Das hast du ja noch nicht mitbekommen. Pilar ist die ganze Zeit gegen uns beide. So. Wir spielen ja hier ein Spiel und alle gegen alle. Wollt ihr mich verarschen? Wir haben hier keine Teams. Na, du nicht, ne. Ja, Arschlöcher, ich wusste es doch. Und jetzt bummst er mich wieder von hinten in den letzten vier Runden. Nein, ich bin da jetzt mit ausgesaugt, leider. Oh, gönnt er sich richtig ein paar Schlüssel, wa? Ja. Weil ich also, ja jetzt wieder der Böse bin. Guck mal, was Peiler, der hat sich gerade 80 Schlüssel geholt. Tja, die lagen hier rum. Kann ich denn dafür? Ja. Weil du uns weggebombt hast, deswegen lagen die da vorne auch noch rum. Ah ja. Seid lieb zueinander einfach. Bei dem Spiel kann man nicht lieb zueinander sein. Lad's dir runter und mach nächste Runde mit, Digi. Dann wirst du merken, was Phase ist. Beim nächsten Mal. Gerne. Beim nächsten Mal, sagt er. Es gibt kein nächstes Mal. Hier nach treffen wir uns alle auf der Straße und töten uns gegenseitig. Richtig, dann gibt's richtig auf die Fräse. Oh, Peiler. Ja, der Hase kann mir mal gestohlen bleiben. Ich hab den Hasen voll vergessen, ne? Oh nee. Was ist Q? Ducken. Okay. Q und Leertaste nur, Leute, ja? Q und Leertaste, okay. Das muss ich mit dem Finger machen, der bei mir immer leicht zuckt. Alles klar.
Oh! Man kann sich nur kurz ducken, Leute. Man kann sich nur kurz ducken. Ja, hab ich gemerkt. Scheiße. Ich hab gedacht, man kann gedrückt halten, aber geht nicht. Dachte ich auch. Don, genau das Spiel für David, ey. Wieso? Na, du bist der Jüngste, du hast noch fuck Reaktionsfähigkeiten! Oh. Seht ihr, wie schnell David ist? Alter. Ja, jetzt wird's aber. Wenn du einmal aus dem Rhythmus raus bist. Ja. Aber David hat das Prinzip gut verstanden, auf jeden Fall. Mir würde besser gefallen, wenn ihr nicht Leertaste und Shift drücken könnte. Immer Kleinfinger und Daumen im Abwechseln. Weil der hier ist bei mir manchmal so ein bisschen. Seht ihr hier am kleinen Finger, der zuckt auch so ganz komisch rum. Der knackt doch immer. Naja. Man wird alt, Leute. Man wird alt. Da ist schon jemand alt. Ich bin gleich wieder da. Ja. Lars kann ja gerne so jung werden wie ich und dafür aber auch meine WWchen haben. Ich glaube, dann hast du keinen Bock mehr. Warum denn mich? Ich habe nicht mal die meisten. Du hast die meisten Trophäen, klar. Ich muss doch aufpassen, dass du nicht genug Kohle hast, um ihm noch eine Trophäe zu kaufen. Warum? Ihr habt doch schon eh verloren, also bleibt doch mal locker. Nee, wenn du nämlich mit deinem Portal wieder mit irgendjemandem Plätze wechselst, dann... Dann darfst du bloß nicht genug Münzen haben. Denkst du, was ich jetzt vorhab, mein Freund? Sehr schön. Schön, dass du es noch gesagt hast. Ja, naja, du tauschst aber Plätze noch mit Jusen. Das kann gut sein, ne? Aber ist mir egal, solange wie du nie rankommst. Achso. Jusen. Plätze wechseln. Ja, denn wird Jusen das Ding wohl gewinnen, weil er so übermäßig viele Schlüssel hat, wenn er jetzt gleich die zweite Trophäe hat. OBS ist manchmal auch cool. Vorhin, ich habe ein bisschen Platz auf der Festplatte gemacht, hat er beim Stream anfangen gesagt, na, der schwenkt doch immer hin und her. Gerade eben hat er gesagt, 31 Stunden Material kann ich aufnehmen, jetzt sind es auf einmal 76 Stunden Material, was ich aufnehmen kann. Check ich nicht. Dann gehe ich mal kurz aufs Toilette, bis gleich. Ist da, ich verkneife mir das Pinkeln schon, seit wir die 10. Runde haben und jetzt gehen sie alle auf Klo. Dann geh ich auch nochmal schnell aufs Klo, dann warte ich, bevor ich hier weitermache. Nee, ich gehe, wenn die Runde vorbei ist. Solange unterdrücke ich das noch. Wow! Dafür hast du es gelohnt. Und ich bin dran, nackt dann. Oh, fast bin ich dran. Aber der Hase erwischt David nicht, der erwischt nur uns Bedejusen. Ja, ja, weil er ihn beschworen hat wahrscheinlich. Oh, Pac-Man. Sammle die leuchtenden Punkte ein, um die Punkte zu bekommen. Wenn du Pac-Man frisst, verlierst du 10 Punkte. Der Laser zieht dir 5 Punkte ab, okay. Es gibt einen Laser? Laser gibt's hier aber auch noch. Also lila ist das wertvollste, Jusen, ne? Dann blau und dann gelb. Werd eh wieder verkackt. Ich versuch gar nicht mehr der Beste zu sein. Ich hab diese Hoffnung einfach aufgegeben. Was? Pac-Man? Ja, Jusen, hast du Plätze getauscht mit Pyler? Nee, wieso? Nein, hat er nicht. Hast du einfach... Junge, du hast 35.000 Items, es gibt nur noch 2 Runden und du würfelst die ganze Zeit nur, oder was? Ja, jeder wie er Bock hat zu spielen. Ich verstehe jetzt deine Kritik nicht. Ich auch nicht. Ist okay. Jusen spielt nicht mehr mit bei Pummelparty. Wieso? Weil du die Chance hast zu gewinnen, oder was? Nee, weil du hättest gewinnen können. Ich hätte nicht gewinnen können. Doch, natürlich. Hättest du mit Pyler die Plätze getauscht, hättest du die Trophäe bekommen und hättest mehr Schlüsse gehabt als er und hättest automatisch gewonnen. Ja, okay. So weit habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, klar. Wo bin ich denn? Da. Ich
die Lila denn eigentlich? Ja. Ja. Man hat's voll auf mich abgesehen. Eggman da einen Joint in der Fresse? Kann sein. Wer hat gewonnen? Alter! Nicht schlecht, der Specht. Zumindest habe ich einen Kaktus. Danke, danke. Aber was hätte es gebracht? Hätte ich den Porter gemacht, hätte doch Peter auch den Porter gemacht. Nee, er hat ja vorher, er hat vorher mit mir geportet. Achso, das habe ich ja gar nicht gesehen, weil ich gar nicht da war, okay. Ja, naja, du deswegen, hast auch gar David, nichts gesehen, du hast einfach David, weitergewürfelt. Deswegen hättest du nicht pinkeln gehen dürfen, deine eigene Schuld, Alter. Ja, ich wusste ja nicht, dass er weitermacht ohne uns. Oder ohne mich. Ja, sorry. Hat der Peiler gewonnen, ist doch nicht schlimm. Ja, das habe ich verdient. Ah, ich bin tot. Warum bin ich tot? Nee, bin nur auf mich. Hat doch nur Plumps gemacht. Hast du eine Rakete usen? Ich würde gerne sagen, ja. Ah, nee, hast du nicht. Mit anderen kannst du dich nicht mehr vor David schummeln. Außer wenn es genau 10 sind und du nur 10 würfeln kannst. Wollte nur wirklich nur 10? 5, 6, 7, 8 ist bis da vorne. Ich weiß nicht, wie weit das noch nach links geht. Das sehe ich jetzt nicht. Könnte aber genau eine 10 sein. 9? Doch, 9. 9 brauchst du. 8, 9, ja. 9 oder 10. Okay, liebe scheiß Universum. Wenn du mich wirklich magst, gib mir eine 9 oder eine 10, okay? Bitte. Alter! Die werden ja im Blitz am Arsch. Und jetzt nach rechts, und jetzt nach rechts. Ja, nice, das Universum mag mich doch. Guck mal, David, ich hab trotzdem noch meins. Ich glaub, David ist im Pummelparty noch nie letzter geworden. Noch nie. Das wäre jetzt einmalig. Ach schön, ihr müsst erst die extra Runde laufen, aber ich schaffe es eh nicht mehr bis hin. Hallo Häschen. Es kann nicht abbiegen. Es verwirrt, hä? Alle klar. Okay. Was ist das nochmal? Einfach laufen und die Dinge werden weggeblitzt von dem Typen, der da uns hinterher rennt. Aber und dann darfst du nicht reinfallen in die Stachele. Achso, ich bin der Blitztyp. Ja, warum denn nur bei mir? Weil ich Bock hab. Ja. Hast du gewonnen, David? Mit Jusen. Ja, du musstest uns beide töten. Wahrscheinlich ja, das Töten ist nicht so einfach. Weil der Blitz, obwohl du auf einer bestimmten Fläche stehst, kann auch hinter dir einschlagen. So sah es zumindest gerade manchmal aus. Dadurch soll man denn da einen töten. David hat sogar zwei Portale, Alter. Ja, ich sehe es gerade, schon frech. Naja, zum Glück kann er damit nicht mehr viel anfangen.
klar, warum nicht auf mich? Ach so. Ja. Warum läufst du hier lang? Also, musst du. Na, geht doch nicht anders. Ein Lebenspunkt hat er noch. Dann schicken wir da zurück zum Anfang, Josef. Siehst du, hast du jetzt diesmal eine Rakete bekommen. Ich überleg halt, ich weiß doch über die Rakete, Alter. Naja, klar, dann kannst du danach noch würfeln. Let's go! Oh, oh! Wie bist du jetzt gerade gestorben, Dicker? Ist gut, Junge. Ist gut, Junge. Ich spiel nächstes Mal Pummelparty ohne Jusen. Okay, finde ich zwar ein bisschen wieder diskriminierend, aber gut. Aber gut. Guck mal, ich habe Schüsse verloren und bin kein Stück weiter nach vorne. Das ist einfach Karma, Dicker. Okay. Krasser Scheiß, ich habe bloß nicht genug, um es zu kaufen. Das ist chillig. Aber es hätte ich jetzt genug gehabt, hätte es hingehauen, hätte ich mir noch die vierte holen können. Ach, theoretisch ist es ja egal, wo ich langlaufe. Ja, hoffst du nicht in ein totes Feld. Und du sagst es noch. Na komm her, Häschen. Nee, jetzt hoppelt er nicht mehr so weit. Letztes Spiel. Oh nein. Irgendwie lustig, aber auch irgendwie sehr schwer. Oh, ich hasse dieses Game, ne? Gehst du wenigstens einen Doppelsprung eigentlich? Ich glaube nicht. Ey, mit den Panzern ist aber neu, oder, David? Naja, das schon. Ey. Ist amok schwer, bis alleine da wieder hochzukommen. Sehe ich, ähnlich. Mein Spring bringt einem auch rein gar nichts, ne? Außer wenn... Ja, wenn es eine ganz kleine ist, aber wenn so ein Panzer auf dich rollt und es. Alter, jetzt kommen hier drei Panzer oder was? Ich habe das Gefühl, es wird immer schwerer, wenn du am Anfang nicht schnell warst, dann. Ey, wie soll man denn hier. Ach so, so ein Panzer ist leicht umgedreht. Ich hätte es fast noch geschafft, David einzuholen, scheiße. Ich hab's schon mal bis ganz oben geschafft, ne? In dem Game. Ja. Wird mich die Kiste wahrscheinlich töten und dann war's das. Ja. Jo. Wäre cool, wenn es einen Würfel geben würde, wo du rückwärts wieder laufen kannst, ein paar Schritte. So praktisch, ja. Dann heilen wir uns halt. Aber ich würde sagen, danach spielen wir noch eine Karte, oder? Ja, können wir machen, klar. Eine können wir noch zocken, ja. Nächstes Mal könnte ich auch noch mal per mehr Minispiele runterladen, weil ich habe ja jetzt irgendwie nur 10. Waren ja nur 3, 4 davon dran. Stimmt. Der Rest war ja schon irgendwie leicht bekannt. Ich glaub's nicht, ich habe mal Pummelparty gewonnen, dass ich den Tag noch erleben darf. Hast schon öfters mal gewonnen. Das ist nee. Genauso wie bei Mario Party gewinnst du doch auch öfters. Aber bei Mario Party habe ich schon öfters mal gewonnen, das stimmt so wie aber auch jeder von uns. Aber hier im Pummelparty ist das mein erstes oder zweites Mal, dass ich gewinne. Ich habe sonst immer nur verloren. Und war auch sehr, sehr oft letzter. Wie oft? Sehr, sehr oft. Aber jetzt, ach so, jetzt gibt's ja noch mal extra Dings. Scheiße, stimmt ja. Ich habe ja noch gar nicht gewonnen. Ja, stimmt. Kann nur sein, dass ich jetzt verliere. Oh Mann. Na, mal gucken.
Kriegt hier keiner jetzt einen Award oder was? Doch hier, Dildo Schwergens. Verursachter Schaden, also er hat den meisten Schaden gemacht, okay. Mhm. Und schon hat er zwei. Gewonnene Schlüssel bin ich eigentlich. Nee, auch okay. Du, hä? Jetzt hat David drei. Und wenn er jetzt noch ihn kriegt, hat er insgesamt gewonnen. Ach, den Minigame-Scheiß oder was? Mhm. Nee, das war Pilot. Ja. Man darf sich in dem Spiel ja nicht ja, ich zu bin sicher ich, sein. Ja, fickt euch doch, ich hasse euch. Was für ein Award, ich bin der Schlechteste. Danke für die Trophäe, vielen Dank. Ich danke meiner Familie. David. Am meisten Schaden, ey, klar. Wenn David jetzt noch ihn kriegt, hat er gewonnen. Wenn es noch ihn gibt. Verlorene Schlüssel am meisten, ja, na, ich David. Auch. Damit hat er gewonnen. Ist egal, wie gut man spielt. Ich sage, dieses Spiel ist echt. Ja, nee, wenn ihr mir die ganze Zeit auf die Fresse haut und ich keine Chance habe, irgendwas zu kriegen. Dann hey, hast Pfeiler, zwei. Am wenigsten Schlüssel. Oh, jetzt der endgültige Gewinner ist Dildo. Nee, Icke. Ich müsste ihn mehr haben. Nee. Ey, siehst du? Und ich sage, Leute, David gewinnt immer. Ich habe ihn auch komplett vergessen. Ich brauche mich in dem Spiel gar nicht mehr anstrengen, Alter. Es bringt überhaupt nichts. Und siehst du, David? Das ist es halt. Ich sag dir, ich habe in dem Spiel entweder noch gar nicht gewonnen oder erst ein einziges Mal. Schön, dass ich wieder im Knast hier drin sein darf. Ganz toll. Jetzt hab dich nicht so. Wirklich, du kannst auch mal auf dem Thron bleiben. Mhm. Sequelte Kacke ist das. Na gut, komm, neue Runde, neues Glück, würde ich sagen. Mach mir Ruhe. Aber ich glaube, wir hätten auch mehr Trophäen einstellen müssen, weil wir haben beide 5 von 5. Naja, und dadurch hast du mit den Schlüsseln gewonnen. Kann schon sein, dass ich noch eine mehr gehabt hätte, wa? Ja. Ist das wenn behindert? Jetzt, also okay, dann bringen die Awards gar nichts. Du musst gucken, dass du schaffst im Spiel ungefähr 2 Trophäen zu holen, auch wenn du der Letzte bist, und amok viele Schlüssel zu haben, weil am Ende zählen ja nur noch die Schlüssel. Also es ist ja noch behinderter, als ich mir das gerade vorgestellt habe. Nee, du musst. Ich war doch der am meisten Schlüssel hatte, hatte ich das Gefühl. Ja, aber hättest du jetzt auch noch 2 Awards mehr gekriegt und David hätte, sagen wir mal, nicht 105 Schlüssel, sondern nur 100 Schlüssel, dann hättest du gewonnen gehabt. 5 Trophäen und 102 Schlüssel. Wer Na ja, gut, aber ich hab ja schon 2 Awards bekommen dafür, dass ihr ja die ganze Zeit mich getötet habt. Dadurch hab ich ja am meisten Schaden bekommen und hab auch die meisten Schlüssel verloren. Ja, aber auch ohne diese beiden Awards hättest du trotzdem 5 gehabt. Du hättest so oder so gewonnen, David. Aber ist doch egal, ja, ich hätte am Ende 7 oder 8 Trophäen gehabt und du hättest 6 oder 7 gehabt. Da musst du denn die Trophäenanzahl hochstellen, ja. Dann, wie gesagt, wusste ich vorher auch nicht mehr. Naja, ist ja auch egal. War doch lustig. Na, noch eine Runde. Ja, ich geh erstmal pinkeln. Ich wüsste nicht, wie man rauskommt. Ich glaube aussteigen. Ah, oh, ne, okay.